If Zhangyong is here in Na'an, then I must find him before he finds Wang Yanming. Yo, hallo Leute und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von Assassin's Creed Chronicles Shiner. Ja, in der letzten Folge haben wir diesen Gegner Wei Bin getötet, diesen hässlichen Typen, ja, mit der Glatze. Ich glaube, er hatte eine Glatze und so ein komisches rotes Kleid an. Das ist ein ziemliches Mädchen gewesen. Und jetzt, ich glaube, es geht zum Endspurt, denn der Endboss ist ja dieser Zhangyong. Und, ja, hinter dem sind wir jetzt her. Er soll hier in der Stadt sein. Und wir tun natürlich jetzt unser Bestes, um den Typen endlich mal zu sehen und um ihn dann auch sein schönes Ende zu bereiten. Und ja, wir gucken einfach mal rein und starten das ganze Ding hier. Die aktuelle Mission heißt Gejagt. 1529, na. Nun, da Wang Yangmin von Zhangyong gejagt wird, muss Zhao Yun aus dem Palast entkommen und die Flussbrücke überqueren, um rechtzeitig den Stadtrand zu erreichen und ihren Meister zu retten. Upgrades, erweiterter Helixbalken, schnelles Schlossknacken. Schlossknacken? Das ist neu, glaube ich. Schlossknacken hatten wir bisher, glaube ich, noch nicht. Also gut, Nebenziele den Turm zerstören. Ja gut, wir starten das Ding hier einfach mal. Ich hoffe, ich komme mit der ganzen Steuerung noch klar, aber es sollte eigentlich passen. Was ist hier? Oh, komm schnell rein. Oh, 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 shit. Ob wir das noch packen? Yes. Das ist neu. Komm, schnell. Komme ich da oben hin? Oh, Mann. Das hat ja wieder super funktioniert. Ich glaube, da hätte ich mich oben an die Decke hängen müssen. Das wäre besser gewesen. Aber es geht noch. Na komm. Ja, es ist super. Komm schon, Mann. Scheiße. Ja, das war's, glaube ich, schon wieder. Das ist schon wieder unser Ende hier jetzt. Ja, komm, tötet mich. Tötet mich einfach. Das ist hier ein bisschen blöd, wenn man von vorne bekämpft wird und dann von hinten angegriffen wird. Hat man eigentlich schon verkackt. Das ist ein bisschen traurig hier. Also man sollte sich schon irgendwie ein bisschen wehren können. Aber das ist hier irgendwie nicht der Fall. Gut. Versuchen wir es einfach mal so. Aber das hier oben würde ich eigentlich schon gerne haben wollen. Oh, halt dich fest, Mann. Alter. Das ist jetzt, glaube ich, schon wieder so ein komischer Part, wo man bestimmte Bereiche überqueren muss in einer bestimmten Zeit und sie... Ah, das ist einfach nur schon wieder... Also da vorne konnte ich mich jetzt nicht... Ich konnte mich da vorne nicht hochhangeln. Das bedeutet wieder unser Tod. Jo, tötet mich. War jetzt nicht meine Schuld, war die Schuld des Spiels, denn ich konnte mich da irgendwie nicht mit den Füßen festhalten. Deswegen sehen die mich. Aber gut, jetzt machen wir das Ding mal hier, oder? Komm, schwuppdiwupp hier raus, hier rüber, hier rein. Die Freaks lassen wir mal vorbei. Beilaufen und warte mal, können wir uns hier verstecken, ohne dass die uns sehen? Können wir hier noch unsere Deckung verlassen? Wir versuchen es mal. Ob das geht? Testen wir mal. Komm schon. Nein! Hier bleiben wir stehen. Genauso. Komm. Mensch, Alter, ja, das ist sehr schlau. Ich bin gerade aus der Deckung nicht rausgekommen. Nochmal versuchen. So. Mann, es ist aber auch komisch jetzt, ne? Versteck dich hier, Mädchen. Und dann müssen wir da rein, aber schnell. Ganz zack, zack, zack. Komm. Was ist das hier für ein komischer Part? Jetzt müssen wir uns da vorne wieder verstecken. Ich glaube, da wäre es ganz geschickt, wenn wir uns einfach da oben festhangeln. Aber wie lange dauert es, dass hier noch wer kommt jetzt? Ich glaub, da machen wir mal lieber den hier. Bevor wir es tatsächlich erlebt haben.
Vielleicht kommt hier noch wer, aber es sieht gut aus. Ich habe ein bisschen Angst. Warte mal, hier kann ich doch runter. Aber hier hinten ist bestimmt noch was drin. Was ist denn hier? Komm, wir gucken mal. Nix, oder? Hier können wir doch überhaupt nichts machen. Kommt man hier irgendwie hoch? Ach doch, so rum geht's auch. Das habe ich nicht gewusst. Aber gut, sind wir wieder schlauer. Got it. Also hier müssen wir, glaube ich, weiter. Jetzt gucken wir trotzdem nochmal ganz schnell hier hinten rein. Denn hier existiert bestimmt noch ein Schatz. Oder dieses komische Helix-Zeug hier. Was auch immer das für ein... Gut, das ist eigentlich gar nicht schlecht, ja? Das brauchen wir bestimmt auch nochmal, diesen komischen... Dieses komische, von Versteck zu Versteck sprinten, ohne dass man gesehen wird. Das ist nicht verkehrt. Okay, ich geb's zu. So, hier haben wir alles. Hier raus. Jetzt springen wir mal wieder gepflegt hier runter ins Nichts. Glück gehabt, dass da zufällig so eine Strohkiste liegt. Ja, wie kommen wir hier jetzt raus? Komm schon, komm schon, komm schon. Und ihn kann man eigentlich auch noch töten, wenn er sich nicht umdreht. Gut gemacht, Mädchen, gut gemacht. Oh, eine Kiste. Wie schön. Schauen wir mal rein. Animus-Benachrichtigung, Schriftrolle, warum auch immer, was auch immer, ja. Wir haben schon 10.000 Schriftrollen gefunden. Ich weiß gar nicht, was es da so viel zu erzählen gibt von diesen Schriftrollen. Aber anscheinend eine ziemlich spannende Geschichte, die wir jetzt eh schon verpasst haben. Weil wir haben uns ja nicht jedes Textdokument durchgelesen von diesen komischen Schriftrollen. Ah, jetzt sind wir wieder hier in Docks. Ich bin gespannt, wo dieser komische Zhang-Yong aufhält. Und wieder bewacht wird. Und was wir noch lernen, was wir noch für Fähigkeiten kriegen. Was ist hier jetzt? Ah, hier müssen wir runter und dann hier rüber. So, und hier. Oh, das schaut schon nice aus hier, oder? Schaut geil aus. Die Flussbrücke überqueren und den Turm zerstören. Also die Ersten da sehen uns nicht. Und der Typ da hinten sieht uns auch nicht, wenn er gerade in die andere Richtung schaut. Nur zur Info, wer das jetzt nicht versteht. Wenn sich zwei Leute unterhalten, sehen die nicht, was hinter ihnen oder vor ihm passiert. Also man ist quasi unsichtbar dann, ne? Nur so, wer sich fragt, ja, was ist das für ein Kack? Ich hab's euch erzählt jetzt. Geht's hier hin? Bestimmt nochmal ein Versteck. Achso gut, wir müssen jetzt ablenken. Gut, das machen wir mal. Achso, hier oben. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, hier müssen wir auch wieder hoch. Ach, das ist jetzt das ist jetzt die Quest, den Turm zerstören, genau. Ist gut, ja. Also das Ding da unten lassen wir jetzt mal schnell liegen, nicht, dass wir es nicht schaffen. Komm schon, Mann. Oh ne, hier geht's nicht weiter. Komm, 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 komm. Los, Mann, beeil dich, Mädchen. Wie müssen wir jetzt, wo müssen wir lang jetzt, verdammt? Ich sehe nix. Fuck, 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 ich glaube, das schaffen wir nicht, Leute. Mann, kletter doch mal. Komm, 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 komm. Oh, Mann, verdammt, ey. Ich glaube, das ist echt verdammt knapp, auch wenn man weiß, wo man hin muss. The bridge is heavily guarded. Gut, wir versuchen es nochmal. Aber jetzt schaffen wir es. Jetzt schaffen wir es. Ich bin zuversichtlich. Jetzt machen wir mal einen richtigen Speedrun hier. Also komm, mach hin hier, Mädchen. Komm schon. Los, Mann. Hier hoch, beeil dich. Hier rüber. Und hier hoch.
Ja, wenn das Mädchen mal klettern würde, wäre das natürlich extrem geil. Also manchmal hat die Tante echt ein Kletterproblem. Die rafft einfach nicht, was ich von der will. Ey, ist das jetzt weniger Zeit? Das kommt mir so wenig vor jetzt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt können wir uns da sogar noch das Helix-Zeug holen, hoffe ich. Ja, so geht es. So haben wir auch noch genug Zeit. Und bist du bescheuert? Schwupp. Das hat jetzt gut funktioniert. Kann ich jetzt einfach hier durchrennen oder was? Ah, der Typ ist noch da. Ich weiß nicht genau, ob der jetzt herkommt. Kommt er in unsere Richtung? Ah, gut. Steck dich, Mädel. Ey, cool, kann man hier jetzt runter? Oh, 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 oh. Ich weiß nicht genau, wir müssen wahrscheinlich jetzt darüber klettern. Aber ich glaube, wir gehen lieber hier oben lang. Wenn wir den denn jetzt von hier töten können. Ja, können wir. Sehr gut. Und den verstecken wir natürlich auch hier in der Kiste, wo er hingehört. Schwupp, durch. Oh, da ist noch... Oh, da ist ein räudiger Köter. Dann vielleicht doch lieber hier unten lang. Aber wie kommen wir jetzt da rum? Ah, okay. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Jetzt müssen wir aufpassen. Hier kommen wir auch wieder rum, das ist sehr gut. Und hier unten kommen wir auch wieder lang. Mensch, es klappt ja richtig gut hier. Nein! Shit. Scheiße, Mensch. Ja, super. Oh nee, jetzt müssen wir wieder komplett zurück, oder was? Oh Mann. Oh Mann. Daran habe ich jetzt nicht gedacht, dass der Typ mich ja sehen könnte. Oh Mann, nee. Also gut, dann halt nochmal. Bäm, hier mal schnell durchgerutscht. Du sollst doch nicht hoch... Oder kann man... Hä? Nee, du sollst doch nicht hochklettern. Wir wollen hier außen rum, Mensch. Na, wie gesagt, manchmal rafft die Olle das nicht so ganz. So, und jetzt... Sollten wir, glaube ich, mal eine Runde warten. Obwohl wir... Ach nee, die unterhalten sich nicht. Schade. Jetzt müsste es aber gehen, wenn der Typ jetzt fertig ist. Dann müsste es gehen. Jo, komm, 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 komm. Los, Mädchen, los, beeil dich. Aber es sieht gut aus. Wir liegen gut in der Zeit. Können wir hier jetzt auch wieder hoch? Oh, und jetzt müssen... Oh, oh. Shit. Oh, Kacke, was machen wir jetzt? Achso, jetzt müssen wir uns hier oben... hätten wir vielleicht jetzt schon in das andere Ding reingemusst. Aber vielleicht kommen wir hier trotzdem vorbei. Ja, es ist ganz schön gefährlich, was wir jetzt tun. Ich glaube, so müssen wir jetzt machen hier, ne? So, und wenn sie da vorbei sind, können wir auch runter. So. Ist aber schnell hier. Yes, haben wir. Das Ding haben wir. Jetzt können wir uns auch hier wieder verstecken ein bisschen. Allerdings kann ich hier irgendwie... Irgendwie kann ich doch hier die Deckung jetzt nicht so wechseln. Hier kann man runter. Oh Mann. Den müsste ich jetzt ausschalten. Ich weiß allerdings nicht, was mit den anderen ist. Aber hier schaut ja keiner hin. Müsste ja eigentlich gehen. Ne, den können wir ausschalten. Ah, Mist. Aber gut, es ging trotzdem noch ganz gut. Wo kommen wir denn hier hin?
Und hier durch, yeah, Mann. Das Sliden macht echt Bock. Munition. Munition voll, wir sind sehr sparsam. Brauchen nicht viel. Können wir den hier töten? Ja, den können wir hier umlegen. Gut. Können wir uns hier verstecken da hinten? Oh, 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 oh. Scheiße, Mann, der schaut überall mal runter. Können wir den jetzt nicht töten hier, weil ansonsten sieht er den. Wir können den dann höchstens hier irgendwo hinten dorthin schmeißen. Das könnten wir machen. Komm schon mal, nimm ihn auf. Leg den einfach mal hier ab. Den kalten Körper. Wo geht's hier hin? Wieder ein Schatz. Komischer Schatz. Ach scheiße, jetzt können wir uns hier aber nicht mehr verstecken. Komm, 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 komm. Und dreht euch um. Hm. Nein. Oh. Ich glaube, der guckt jetzt hier runter. Nee, doch nicht. Glück gehabt. Mann, 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 Mann. Ganz schön aufregend hier, Leute. Oh, wie komme ich jetzt vorbei? Yes. Den Part hätten wir auch. Die Stadt erreichen. Oh oh. Ah, da oben ist eine Tür. Und da müssen wir auch hin. Komm schon, beeil dich, Mann. Oh Mann, ey, echt. Ich verstehe das manchmal nicht. Wie schnell soll ich denn da sein, ganz ehrlich? Wie schnell soll ich denn da reagieren? Das... Oh Mann. Ach ja. Oh, Alter, jetzt, es wird immer schlimmer. Es wird nicht besser. Japp, töte mich. Es ist das Beste, dann können wir wieder ganz von vorne anfangen. Japp. Bleib einfach da stehen, Mann. Du bist echt so blöd, ey. Echt. Die Tante ist manchmal so blöd, ey. Ich sag's euch. Jetzt schaut er bestimmt nach oben. Ach, warum konnte ich den da jetzt nicht töten? Ja, tötet mich, kommt. Das Spiel regt mich manchmal echt auf. Jetzt renn doch zurück und renne ich noch 3 Kilometer nach vorne, ey, du dumme Schlampe. Mann, ey. Also manchmal... Manchmal fragt man sich echt, was das für ein Schwachsinn hier ist. Alter, Leute. Ja, kannst wieder vergessen. Ist perfekt. Ist perfekt. So, und den Typen schnappe ich mir jetzt auch, wenn er umdreht. Ja, komischerweise jetzt sehen sie ihn. Ja, vorhin haben sie nicht gesehen. Was ist das hier für ein Scheiß? Wie kann der mich jetzt sehen? Alter, das Spiel ist so dermaßen verbuggt, Leute, ich sag's euch.
Komm, schau runter. Das ist das Beste, wenn du jetzt runterschaust. Ja, halt die Schnauze. Oh Mann, ey. Es regt mich auf. Das Spiel ist echt nichts für schwache Nerven. Oh Mann. Oh, hier ist jetzt auch schon wieder einer. Oh, und der sieht jetzt den natürlich wieder, weil er 5 Kilometer nach vorne läuft. Yep. Ey, Leute, ich raste hier gleich aus. Das Spiel ist der größte Schwachsinn überhaupt. Ah, die KI in dem Spiel, ne? Ah, da kann man sich echt stundenlang drüber aufregen, über den Quatsch. Ja gut, also nochmal durchatmen und dann nochmal ganz von vorne. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wir machen hier einen Break und ihr schaltet hoffentlich wieder in der nächsten Folge ein von Assassin's Creed Chronicles China und hoffentlich schaffen wir dann diesen scheiß Part hier, diesen nervigen Teil. Also bis dann. Ciao, tschüss.